Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen, richtig nicen Workout. Heute gehen wir richtig fett wieder an den Start. Wir sind in Kapitel 8 unterwegs. Level 68 sind wir angelangt. Wir haben schon 10,5 Stunden zusammen an fett krasse Workouts gearbeitet. Wir haben schon über 4400 Kilokalorien zusammen verbrannt und sind schon fast 23 Kilometer zusammen gelaufen. Und heute wird da wieder was dazukommen, sage ich euch. Das Übungsintensitätchen liegt bei 30. Ihr könnt selber natürlich wählen, ob es tiefer wäre oder höher geht es nicht. Und wir werden zusammen das jetzt durchstehen. Ich hoffe, ihr macht entweder mit oder macht euch nur lustig, wie ich mich hier zum Affen mache. So, wir gehen rein und werden natürlich die Uhr starten, um auch zu erfahren, wie viel ich persönlich jetzt bei diesem Workout verbrennen werde. Und wir sind am Tag 25 unseres Abenteuers angelangt und werden nun so richtig schön weiter ballern wie gewohnt, oder nicht? So, Stretching sollte immer dazu gehören. Das heißt, wir stretchen uns jetzt, machen uns locker und stretchen los. Das ist immer das Gleiche. Das heißt, das werdet ihr schon langsam kennen. Wir gehen erstmal hoch und heben unsere Beinchen an. Und das mit dem Kniechen nach oben zum Ring Kong und dann geht das richtig schön nice ab hier. So, jetzt wiggeln wir das letzte Mal und gehen in eine andere Option über. Das heißt, die Füßkännchen hoch. Ne? Zack, hoch mit den Füßkännchen. Schön nach oben richten den Stuff und dann haben wir das als letztes hier durchgebracht. So, Rücken ist lang, okay? Wir gehen in den Ausfallschritt nach vorne, heben dabei schön nach oben ran. Und das machen wir jetzt natürlich ein paar Mal. Jede Seite, ganz gerade nach unten, schön nach vorne das Knie, hinten in den Ausfallschritt sich begeben. So, das läuft doch hier, oder? Oh, eine Runde müssen wir noch durchhalten. So, jetzt geht's nach oben weg und zur Seite. So ein bisschen breiter stehen, hoch mit uns. Oder? Schön geraden Rücken halten unten. Nur seitlich beugen, nicht nach vorne, nicht nach hinten. Gemacht, Leute. So, Chapter 8, Monsunas Tränen sind wir noch unterwegs. Was geschah denn bis jetzt? Wir sind erstmal Stretching Strahlefrau oder Mann oder diverse. Bringen wir so ein paar Pünktchen ins Kassiert und dann sehen wir, Abdo hielt den Weg zu Monsunas Schrein versperrt. Obendrein hatte er sich als junger Mann verkleidet und die Meer von den Regentropfen entsponnen. Offensichtlich ist Abdu auf ganz erstaunliche Weise mit diesem Land hier selber vertraut. Und ihr seht, wir haben schon guten Fortschritt hier gemacht. Und das nächste ist, wir gucken uns nochmal kurz um. Da haben wir alles abgefrühstückt, alles klar. Es gibt keine Zusatzmission. Jetzt ist also End-Boss-Battle-Zeit. Davor checken wir, bevor wir da reingehen, checken wir mit Y erstmal ab. Was wollen wir nochmal heute ändern? Wir gucken uns die Übungspalette an. Ne, ist ja noch überschaubar, alles klar, aber wir haben überall starke Übungen drin, wie ich sehe. Die Bergsteiger lassen wir außen vor, da bin ich einfach zu bekloppt für. So, Verbesserungen. Wir haben drei Kristalle, die wir nutzen können. Schauen uns mal an, wo und wie und was wir noch hier freischalten könnten. Mehr Powerphasen Arm könnten wir uns holen, dann wären die weg. Dann gehen wir hier nämlich zu dem nächsten. Oder wir warten einfach ab auf die gute alte Abwärtsfresse, die dann als nächstes freigeschaltet werden könnte. Und ich glaube, das werden wir auch so machen. Das heißt, wir werden dort jetzt nichts dazu uns suchen. Ein paar Tränke können wir uns noch anschauen. Wir haben ja hier eine große Auswahl schon zusammengestellt. Das heißt, das ist alles klar. Wir können auch noch ein paar mixen. Ne, wir sehen hier die Heilungsfreunde. Ne, haben wir 11, einen haben wir da. Okay, 15 haben wir dort. Das heißt, reine Heilungsfreunde haben wir genug. Erfahrung verdoppeln könnten wir hier nehmen.
Dann haben wir eine Kürbissuppe noch am Start. Hier haben wir was, hier haben wir nichts von. Jetzt machen wir das. Rote Übungen werden besser. Übungsfarben werden rot. Das können wir vielleicht noch einmal einherstellen, bevor wir reingehen in den Schuppen. So, Besitz, Besitz, Besitz. Hier hätten wir noch, rote Übungen werden besser, gelbe Übungen werden besser, Übungsfarben werden wampi, aber ich mag lieber, gelbe Übungen werden besser, Abwehr zum Beispiel nicht schlecht, oder hier gelbe Übungen werden besser, Übungsfarben werden das. Dann sollten wir hier das noch dazu setzen, alles klar, für die gelben da draußen. So, dann hier, blaue Übungen werden gut, Übungsfarben werden für Beine, alles klar, herstellen. Jetzt haben wir sozusagen so ein paar uns zusammengestellt, die wir jetzt noch gebrauchen könnten. Und jetzt werden wir erstmal die Herstellungssuppe machen. So, wir drücken den Joy-Con zusammen, den Ring-Con mit dem Joy-Con. Und werden nun leckere Sachen, Smoothies etc. herstellen. Lecker, 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 lecker. Einmal noch. Weil man kann immer nur drei Sets herstellen. So. Mmm, cheers. Super. So, das soll jetzt mal reichen. So, Kleidung und Look können wir uns noch angucken. Haben wir hier alles klar, wir sind in einem Set unterwegs. Den Look können wir uns noch mal anpassen. Wir können hier zum Beispiel sagen, es ist jetzt, wir waren viel in der Sonne, haben ein bisschen brauner am Start hier. Augenfarbe können wir auch auf dunkel zum Beispiel wechseln. Oder grau oder schwarz, können wir auch schwarz mal. Ne? So, also wir sind bereit, um jetzt wieder fett reinzugehen. Also, auf geht's. Puh, endlich sind wir am Schrein von Monsuna angelangt. Draco bedroht Monsuna. Das heißt, wir müssen uns da wirklich drum kümmern. Wir müssen uns beeilen und nun helfen. Wir sollen also Draco besiegen. Das heißt also, ja, empfohlen wird hier ein Wampenpack. Aber ich glaube, Wampi haben wir auch ein paar dabei. Also rein ins Geschehen. Oder wir gehen natürlich hin und können einen Drink benutzen, der dann alles auf Wampe umswitcht. Dann können wir auch andere Übungen für die Wampe dann benutzen. Aber erstmal, bevor wir jetzt kämpfen können, müssen wir uns auf den Weg machen. Und das sind immer echt Hardcore-Wege, sage ich euch. Also es ist weit hin. Diesmal ist es sehr viel mit den Wampensets. Also das heißt, hier werden auch diverse Wampenfreunde startklar werden. Und dort dann auch uns vorher schon ein bisschen hier ihr lieben Mangel. Wir fangen jetzt an und schaukeln uns durch die Squat-Schaukel hier. Dafür müssen wir 5 Squats machen. Liegestütze sind es nicht, sondern Kniebeugen. So, jetzt können wir zurückfahren und sobald wir hier jetzt den XP-Boost bekommen haben, können wir los. Super. Auf geht's, die Treppe noch ein bisschen hochspringen. So, weiter geht's. Aufs Laufband. Jetzt sprinten wir. Nice. Super, super XP wieder extra. Spitze. So, jetzt kommen wieder die Squatties am Start. Kaum noch viele. Weiter geht's. Die Wege zum Draco oder Endboss sind echt immer hart, wie ihr seht. So, nächste. Boah. Auf weiter. Yeah! Und sprinten. Da oben ist wieder Super XP ansaugen. Damit haben wir die schon mal komplett. Und ab geht's. Nochmal ein bisschen chillen, bevor wir losgehen. Und der liegt da und wacht. Und guckt euch den an. Ey.
Jetzt Bambenkratzer angesetzt. Ja. Hui, das nennt er mal eine erfrischende Dusche. Weil immer regnet, ne? Wie sieht's aus, Ringa? Wollt ihr vielleicht auch mal? Ich werde weder ruhen noch duschen, ehe dieses Land gerettet ist. Ja. Wir werden nicht duschen? Das sagt die Richtige. Lern du lieber erstmal selbst, andere in Ruhe zu lassen. Ja, bevor wir große Töne spucken sollten. Tja, jetzt kann's wohl klappen, ne? Wen hat er dabei? Oh yeah! Hat nicht nur zwei Handeln dabei, sondern auch noch Matratzen und wieder Respawner. Das kann echt schmerzhaft werden. Ne? Wir sollten uns also erstmal um die Handgelenke von ihm kümmern, beziehungsweise um die Matratze und den Fokus auf den Wiederbelebungsfreund setzen. Okay, klar. Schauen wir uns das mal an. Wir haben Vorteile hier in dem Bereich und rechts. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, dass wir hier, ja genau, Beinheben 175, haben wir noch was Gelbes? Ja, hier 220. Das heißt, wir gehen jetzt Ringheben im Schwitzen rein und gehen dort auf den gelben Megavogel Plus. So haben wir dann gezielt schon mal den Megavogel ein bisschen in die Schranke gewiesen und können dann uns an die Matratze setzen. So, Beinchen schön auf, ja, in die Sitzstellung und dann runter, hoch, gerade Rücken. Schön die Bampe mit dran. Schön mit Schwung runter und wieder hoch. Ansonsten kommt nur ein Hund raus, kein Perfekt. Kein Top. Top. Zehn noch. Und aufstehen, in die Erzabwehr rein. Natürlich, bei so vielen Gegnern brauchen wir eine starke Erzabwehr. So, Ring kommt vor uns, reindrücken, gerade stehen, zurück mit der Wampe, mehr wie mit den Armen. Boah, nimmt uns ganz schön was weg hier, ne? So, die Gegner werden auch noch stärker. Dann holen wir uns mal einen Drink hier zum Aufbauen unserer Energie. Sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt hin und schauen uns an, ob wir noch einen gelben Freund haben, der gezielt auf einen geht. Haben wir die Beinheben-Option. Also wieder auf unseren Vogel. Den Winkel können wir kurz mal zur Seite legen, setzen oder legen uns jetzt hin. Und werden die Beine ausstrecken. Hinten halten wir uns in Position ein bisschen an, hochgesetzt mit unserem Rückensystem. So, zack, zack. Und los geht's. Und hoch. Schön halten. Bump richtig rein, Zwiebel, runter. Und hoch. Und runter. Hoch. Runter! Hoch und runter! Und runter! Und runter! Und hoch! Ultra krass! Durchhalten! Das schaffst du! Kein Angriff der gegenüberliegenden Seite. Denn Draco hat mal kurz ein bisschen die guten alten Bizep-Curls gemacht. Ja. So, auf der linken Seite sehen wir jetzt, im Angebot haben wir gerade die Matratze und eventuell können wir direkt die linke Hand mitnehmen. Das heißt, wir schauen uns mal an, was wir am gelben Zeugs noch hier im Angebot haben. Hier, Beinschere, die könnten wir nach links platzieren und würden so einen Dreierangriff setzen.
Jetzt schauen wir uns aber auch an, ob wir etwas haben, was Gelb noch mehr nach vorne bringen kann. So, gelbe Übungen werden stärker und die Übungsfarben werden alle gelb. Das heißt also, wir könnten hier das benutzen, Symbole, um jetzt gelb alles nutzen zu können hier. Und nun können wir wieder anders schauen. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, was die höchsten Schaden bringen. 220, 145, 220, nur einer, 125, 155, 135. So, und jetzt gucken wir uns noch an, was haben wir hier? Die Kriegerhaltung würde 3 anbringen und 125. Okay, weil wir müssen jetzt ein paar ansetzen. Da können wir mal schauen, die hat auch mehrere. 145, dann gehen wir lieber da drauf. Die 220er hier. Wir könnten auch sagen, wir gehen auf nur die Matratze und kümmern uns erstmal nur um sie. Vielleicht wäre das noch sinnvoller, weil die kann nämlich den Rest wieder heilen. Ne? Also gehen wir hin und schauen uns an, was das Stärkste ist. 220 habe ich bis jetzt gesehen. Ja, das bleibt wohl auch bei der 220. Das heißt, wir machen jetzt die Baumhaltung und gehen mit der Baumhaltung auf die Matratze. Baumhaltung, das heißt, rechtes Bein stehen wir drauf, linkes Bein anwinkeln. Wer höher kann, kann hier übers Knie kommen. Ich bin leider zu fett dafür, das heißt, ich werde mein Knie selber halten. Da hoch damit und jetzt bewegen wir uns schön in Richtung des Beines. Oberkörper in Richtung des Beines und fährt dann wieder zurück. So, schön yogamäßig unterwegs und runter und wieder hoch. So. Boah, sehr schwierige Übung, weil Gleichgewichtssinn muss da richtig ran, ey. Ihr müsst gucken, dass der Schwerpunkt jetzt ausgeglichen ist, weil sonst steht ihr auf zwei Beinen. Das heißt, euer Schwerpunkt, der sonst immer mittig ist, muss jetzt ein bisschen nach rechts verschoben werden. Und da muss erst euer Körper mit klarkommen. Und vor allen Dingen auch die Muskulatur in den Beinen muss jetzt natürlich merken, Alter, wir haben keine zwei Beine mehr, sondern nur noch einen. Das heißt also, wir haben hier Warnmuskulatur, Schiebermuskulatur, der große hier, der viel mehr leisten muss. So, andere Seite, hoch damit, zack und bereit. Und wieder zurück. Und wenn ihr im Unfall am besten ein Warnschnell handelt, dann könnt ihr euch wieder zurückdrücken. Oder natürlich, wenn es zu krass wird, dann merkt ihr, ich kann gar nicht mehr. Dann stellt euch kurz auf zwei Beine und ihr merkt, dann geht es wieder. Dann aber natürlich, wenn es wieder geht, solltet ihr wieder hingehen und sagen, okay, ich muss aber die Übung vernünftig machen. Also Beinchen wieder nach oben, okay? So kann man dann hier immer so, oh, ich kann nicht mehr, oh, eine Pause. Und dann, wenn man zurückkommt, okay, jetzt muss ich wieder ran. Ne? Aber ihr solltet versuchen, das Bein ans Standbein zu bekommen und dann gut durchzuhalten. So, wir gehen in die erste Aperus. Noch mehr. Boah, guckt euch das an. Boah. So, Drink Power. Drücke. Zum Glück haben wir ein paar dabei. So. Zum Wohle. So, jetzt haben wir noch 9 Stück. Was haben wir denn hier noch im Angebot? Geld, rote Übungen werden besser, Übungsfarben. Vielleicht haben wir noch irgendwas mit Wiederbelebung. Grüne Übungen werden besser. Wiederbelebung nach Niederlage. Die können wir uns schon mal einverleiben. Und die Belebung kommt hier mit 2 oder hier mit 3. Der Pfirsichjoghurt ist in dem Fall dann besser. Das heißt hier, das ist eine Mischung aus süß und sauer. So, dies hat momentan keine Wirkung. Das heißt, wir wissen aber, wir haben im Notfall ein paar Drinks dabei. Gut, gehen wir weiter rein. Wir haben also einen noch gelben Freund hier am Start und wir sind ja noch im gelben Programm. Das heißt, jetzt schauen wir wieder 220, 145, 220 wieder am Start. Die 220er sind wohl unsere höchste Errungenschaft. Das heißt, wir gehen rüber und holen uns mal eigentlich eine oberkörperstraffende Übung, die wir jetzt aber als Wampenübung verkleidet haben. So, also auf die Krante drauf.
zurück in die Nacken mit unserem Ringkopf. Und jetzt drücken wir schön fest und halten wieder los. Schön pressen und halten. Kopf einfach ganz normal nach vorne gucken, nicht nach vorne, nicht nach hinten. Sehr nice für den Rückstrecker und für die Triceps. Durchhalten, Leute. Hälfte haben wir gleich. Und wie es aussieht, schaffen wir auch in diesem Durchgang die Hantel da ihm aus der Hand zu nehmen. Dann wird er nicht mehr so viel Schaden machen, das ist schon mal ein Vorteil. Aber wir müssen dann trotzdem uns ranhalten, weil ich habe schon gehabt, wenn man zu lange braucht, dann respawnen die anderen wieder und dann seid ihr sozusagen wieder gegen eine große Macht dran und deshalb schauen wir jetzt an, dass wir das hier geregelt kriegen. Jetzt. Und schneller. Gut gemacht. In die Altabwehr. Schön halten und spannen. Bis in die Knie. Tja, das haben wir aber gut abgewehrt, oder? So, was haben wir jetzt? Wir haben noch zwei Gegner vor uns. Einmal Dr. Draco und die Krantel. Und wir schauen jetzt natürlich wieder auf den Fokus der 220er Freunde, die eventuell sogar mehr angreifen. 145 ist ein wenig jetzt. 220. Ja gut, dann machen wir die 220 und gehen gegen die Kante Plus oder gegen Draco. Das ist jetzt, die Kante macht natürlich viel mehr Schaden in Kombination mit dem Draco selber. Der Draco selber würde weniger Schaden machen, also lass uns die Kante erstmal vernichten. Ringheben im Schwitzen haben wir vorhin schon mal gemacht. Also schön hinsetzen, bereit machen, gerade sitzen und dann hoch und runter mit dem Ring. Gerade Rücken. Wer keinen Recon hat, der kann da auch Milchpakete nehmen von 1 Liter. Und dann natürlich upgraden auf die 5 Liter Milchkannen, damit geht das auch. Oder ihr nehmt direkt einen LKW-Reifen, das geht natürlich auch. Gut gemacht, Leute. So, auf geht's wieder hoch mit uns. Die Gelben sind wieder normal. Das heißt, jetzt können wir uns anschauen, die haben jetzt keine Schwächen, das heißt, es ist Wayne, was wir machen. Jetzt gehen wir wieder auf den 220er und einzeln, da hier haben wir die, also auf die Krantel wieder mit Gebrüll. Wir fangen wieder an, rechts Beinchen, linkes hoch, hochstemmen und dann zur Seite. So, schön stabil halten. Auch wenn es schwierig ist. Es ist nicht einfach, sage ich euch.
Aber wenn man das mehrere Tage mal gemacht hat, dann geht es, okay? Weil euer Gleichgewichtssinn verlernt das nicht direkt wieder. Ne? Aber ihr solltet schon gucken, dass ihr das öfters mal wiederholt. Jetzt ist aber sauer. Jetzt kriegen wir aber ein. Ne? So, was geht ab? So, Dreck kommt. Und schießen, schießen, schießen müssen wir jetzt. Und los geht's. Wenn wir hier durchhalten, zwischendurch kriegen wir ein paar Karpfen. Natürlich würden wir auch was abgezogen kriegen, wenn wir davon getroffen werden. Deshalb solltet ihr schon versuchen, die Teile zu vernichten. Und am Schluss im besten Fall mit einem Plus an Nerzen herauszugehen. Weil unendlich haben wir jetzt keine Drinks mehr zur Verfügung. Einfach die Kisten ballern und dann klappt das schon. Gut. Jetzt bitte wieder. Da ist er, der Junge. Dach, Junge. So, Draco Marco. Wir schauen wieder aus. Schau, halte nach 220er Übungen. 155, 135. Manche Übungen sind gesperrt, die müssen Warte-Abchill-Phase haben. Das heißt, hier können wir jetzt in den Angriffsmodus übergehen, der Nackenpresse. Wir können uns natürlich nochmal anschauen, ob wir was Rotes haben, was es verbessert. Das heißt, rote Übungen werden besser. Einen Drink, guten Appetit. Jetzt haben wir die rote Übung mit einem Pfeil nach oben gekennzeichnet. Das heißt, wir kriegen dort ein bisschen mehr Schaden raus als normal. Gut, wieder in die Nackenpresse. Ne? Ihr wisst, hinten. Gut für den Rückenstrecker und für den Triceps. Und wir drücken wieder, halten die Position, schauen einfach nach vorne. Und jetzt greifen wir den Big Boss Draco an. Schönen Schaden den Jungen, ne? Ja. Wenn der gleich nicht seine Minions wieder zurückholt, dann können wir den in 4-5 Übungen kaputt gepresst haben. Aber ich glaube, der holt die Freunde dann irgendwann wieder und dann geht es wieder von vorne los. So, einmal noch, dann gehen wir in den schnelleren Modus, das heißt ein bisschen schneller, die Zeiten halbieren. Volle Pulle jetzt. Nur noch 10 Stück und ihr seht, der hat schon fast ein Drittel verloren. Und wenn wir jetzt noch 8 Stück dazu machen, dann haben wir ihn ganz schön zugesetzt, den kleinen Draco Marco. Ne? Ja, noch 5 Stück durchhalten, Leute. Kommt schon. Ja. Wahnsinn ist das hier, oder? So, der Gegner ist am Zug, das heißt, wir müssen in die Apps Abwehr. Bisschen in die Knie immer gehen. Gelenke sollte man nie ganz durchstrecken. Boah, jetzt macht er nur noch 2 von den roten Freunden weg. So, jetzt gucken wir uns wieder an, was haben wir als nächstes im Angebot? Hier, die 220 Ringe heben und sitzen. Natürlich ist es wieder das Gleiche, aber so machen wir halt Übungen, die am meisten Schaden ihm wegnehmen. Ne? 175 ist uns einfach zu wenig, wisst ihr? Das sind einfach zu popelige Dinge, weil wir haben jetzt auch keinen Fokus auf irgendetwas Spezielles sehen.
So, dann können wir natürlich nochmal gehen, wenn wir jetzt ringsherum sitzen, dann gucken wir, ob wir nochmal einen gelben Zusatzdrinker haben, aber ich glaube, da ist nichts mehr. Ist auch nicht schlimm, denn wir schaffen es auch so. So, wieder nach unten mit uns. Beinchen vor, ein bisschen auseinander natürlich, ca. 60 cm. Gerade sitzen und dann runter mit dem Dinger. Und los. Runter, hoch. Runter, hoch. Runter, hoch. Scheint seine Muckis zu bewundern. Die Hälfte von unserem Draco-Kumpel haben wir jetzt schon dahin gerafft, wie ihr seht. Und er hat uns jetzt noch keine Minions zurückgeholt. Das ist doch schon mal ein Vorteil hier. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf die 220er-Freunde gehen, könnte es vielleicht sein, dass wir ihn noch zwei bis dreimal bekämpfen müssen. Aber zwischendurch gibt es auch noch eine Powerphase. Wir werden sehen, was geschieht. So, aufstehen. Und auswerten. Hier haben wir die Baumhaltung, 220. Ihr seht, es wiederholt sich wirklich. Aber okay, Baumhaltung wird immer schwieriger, je mehr man geschwitzt ist, weil dann das Beinchen abrutschen möchte. Aber wir schaffen das schon. Beim Yoga ist es wenigstens so, dass man nicht so viele Wiederholungen machen muss, aber dafür sie langsam macht. Weil wenn man zu schnell macht, dann kriegt man weniger Schaden ausgeteilt. Siehst du jetzt? Jetzt war es zu schnell. So, schön. Und die Pose muss natürlich auch an einer bestimmten Posehaltung ankommen. Ansonsten sagt er, nö, nö, Pose neu. Und zurück. So. Seitenwechsel. Andere Seite. Ja, vergesst nicht, dass ihr auch O2 für eure Verbrennung, für Kalorienverbrennung benötigt. Also immer atmen, nicht vergessen. Sonst klappt das nicht mit dem Weiterkommen. So. Das juckt hier bei mir im Bein. Hinein. Sau gut. Die roten Übungen sind wieder normal. Jetzt, was gehen wir jetzt? Ihr seht, wir sind schon auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, den Jungen hier platt zu machen. Jetzt haben wir wieder Nackenpresse frei, die wir benutzen können. Ich gucke nochmal, ob wir rote Übungen nochmal gainen können. Können wir. So, das heißt, mal gucken, ob ich eine Double Gainer habe. Rote Übung wäre gut, die andere wäre auch rot, das brauchen wir jetzt nicht. Also noch ein Tomatensmoothie läuft immer. Mit dem Tomatensmoothie läuft es immer. So, die Nackenpresse, langsam kämpfen sie, ist schon das dritte Mal jetzt. Hinten rein und dann ab die Post. Yeah.
immer weiter. Immer weiter. Ein bisschen später kriegt er dann noch mehrere Balken verpasst. Also uns liegt noch ein hartes Fitnessprogramm vor uns. Wir sind immer noch am Anfang unseres unserer Reise. So, jetzt gleich noch zweimal nach dem, müssen wir ein bisschen schneller nachdenken. Und dann, ich weiß nicht, diesmal werden wir noch nicht ganz schaffen. Es wird knapp, aber dann können wir beim nächsten Mal, werden wir wohl hinbekommen. Wenn nicht sogar jetzt so eine extra Abwehrzeug kommt, wo er dann dahin geflatscht wird. Oder? Noch 10, das kann passen. Hier los, Endspurt, Leute! Gut gemacht. Wir kriegen Smaragd und fast 500 Gullies. Und Level Up natürlich. So, und ein halbes noch dazu. Haben wir gut gemacht. Abschlusspose. Nun die Abschlusspose. Damit verwandelst du deine Leistung in Erfahrungspunkte. Okay. Auf geht's. Ab in die Hocke. Soweit es bequem ist, in die Hocke. Yeah, the Floss Dancer, wir haben Draco besiegt, oh yeah, yeah, yeah. So, Puls prüfen. Den rechten Daumen bitte wie gezeigt auf die IR-Kamera legen. Rätselräumt. Ich bin verwirrt. Nicht so, gucken wir mal, was wir im Puls haben. Mein Öhrchen sagt 99. Die Messung ist leider fehlgeschlagen. Wir bleiben bei 99. Zur so, nochmal draufhalten. Auf die und einfach gechillt den Daumen auf der IR-Kamera lassen und diesmal wird es auch funktionieren, wie es aussieht. Manchmal funktioniert es halt mal nicht. Meine Herren. Und dann. Und die Werte. 87? Ja, passt. Ich habe 89. Das kann man so stehen lassen. So, wir sind Nackenpressen-Einsteiger. Oh yeah. Congratulations. Ja, der lacht ja noch. Gerade wo er dank Monsunas Tränen wieder erholt sich hatte, kann man nichts machen. Wir haben ihn halb geplättet. Da wird er wohl noch mehr delegieren müssen, bis er wieder ganz fit sein wird. Und jetzt haut er schon wieder ab. Der ist nicht immer am Verziehen, wie ihr seid. Wie ihr seht, meine Güte, Draco. Was soll das denn? Immer kloppt er sich ein bisschen mit uns und dann macht er die Fliege. Naja. Okay, boom, 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 Monsuna ist am Knatschen. Das Kind soll die Göttin sein. Was ist das denn? Monsuna ist eine Göttin? Ist er verletzt? Fragt die Priesterin. Nee, ihr Juwel wurde aber gestohlen. Der Juwel, das ist der leuchtende Juwelchen. Ah, so, und was ist jetzt natürlich? Wir kommen an und zeigen diesen schönen Juwel. Und die hübsche und schöne Sache für unser Monsuna wird dann ihr wieder überreichen werden und sie sagt dann noch, dass der Schurke das schuld war, aber ist doch nicht schlimm. Ne? Wir wissen doch ohne Zweifel, nur noch die letzte Kraft in Draco drin ist, das heißt, wir werden ihn weiter hinterher heften. So, und Abdo hat hier die Priesterin auch jetzt gesehen und das ist die Mutti, die Mama, die Mama. Mein Junge, deine Bauchmuskeln sind ja sogar noch famoser geworden, sagt die Mutti. Hier ist es zu gefährlich, komm mit mir mit. Ne?
Das heißt, wenn er sagte, dass das der Mutti ist, ne, wird der Fürst Drago bestimmt Ärger machen. Ne? Deshalb, Abduleinchen, ne, die Priesterin bleibt da, weil die Leute einfach ihr wichtig ins Herz gewachsen sind. Ne? Aber der arme Abdul, der versteht die Welt jetzt nicht mehr. Jetzt hat er endlich die Mutti gefunden und was soll das? Ne? Aber okay, er muss das verstehen. Dann eben nicht. Ne? Aber wir glauben alle an Abdo, dass er gut durchkommt. Ne? So, wir sehen, da sind noch ein paar Übungen dazugekommen und sogar von der Mutti, die bietet uns was an. Das heißt, wir können hier auch fortfahren gehen. Als nächstes kommt dann Chapter 9, Fokus Hauptquartier. Boah, stay in focus. Das schau an, wir besuchen Draco ein weiteres Mal. Diese Ehre hat er sich mit Monsuna verdanken, stimmt, ja, er hat euch von dem, was du mir erzählt, oder bla bla bla. Das ist unsere Kraft jetzt, ne? Draco, geht mal wieder her, ne? So, jetzt sagt Draco natürlich, dass es eine mickrige Kraft ist, die wir haben, ne? Und deshalb hat diese Kraft jetzt Deltus bekommen, ne? Und nicht irgendwer anderes, ne? Und verschenkt die einfach, weil ja früher Ringo, ne, war Dracos Trainingspartner, so wie er jetzt unser Trainingspartner ist. Und dann haben die sich ja verkracht. Ne? Das ist dann das verflixte siebte Jahr des Trainings gewesen. Und jetzt ist der Draco einfach der Outlaw da unterwegs und verschenkt jetzt die Power, die er vom Ringo bekommen hat, an den Deltus einfach. Also das gibt's doch nicht. Ne? Aber geht ja gar nicht. Ja, da müssen wir später was machen. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, gehen wir erstmal in die Navigation zurück. Und werden nämlich hier hingehen und die Verbesserungen uns angucken. Denn wir haben jetzt 4 Stück und schauen uns an, wie viel brauchen wir für unsere Unterpresse. Brauchen wir 4 Stück. Aber bevor wir da dran kommen, müssen wir noch hier den Angriff erhöhen. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das heißt also, wir gehen entweder jetzt den Angriff erhöhen und dann da den Fokus reinsetzen. Das machen wir jetzt natürlich, also haben wir noch 2. Das hätte man auch vorhin schon machen können. Ne? Ach ja, ist ja nicht so schlimm. So, jetzt gehen wir in Navigation runter und reisen in so Monsunas Tränchen zurück, um dort noch zu schauen, was es hier für Extras da für uns abzugreifen gibt. So, im Geschäft gibt es was Neues, also rein ins Geschäft. Erstmal Geschäft Nummer 6, Begrüßung durchzwiebeln. Jetzt Fitnessgetränke, was haben wir hier? Oh, jetzt neue Drinks. Kampf, kriegst Extrazug, Powerphase, wenn du den trinkst, sehr schön. Dann natürlich noch die Bekleidung gucken. Haben wir hier was Schönes? Oh ja, die kosten sogar Smaragde. Jetzt gucken wir uns an. Wir haben Silber-Kokon, die Abwehrkraft wird hoch, oder den Glutkäfer. Ich glaube, wir nehmen den Glutkäfer. Denn das Set gibt uns Angriffskraft dazu. Alles klar, angetrocknet, sehr schön. Dann natürlich Höschen. Dann müssen wir jetzt auch den Glutkäfer wählen. Ansonsten würde das Set am Schluss nämlich nicht funktionieren. So, alles klar. Jetzt gehen wir noch in das Schüchchen und holen uns die Glutschüchchen. Alles klar. Und jetzt, wenn wir das angezogen haben, haben wir Angriffskraft plus 5 dazu bekommen. Das heißt, wir werden immer stärker und stärker. Und das Outfit, das gefällt mir, das ist doch angenehm. So, Wiedersehen aus dem Geschäft. Jetzt geht es weiter rein ins Städtische. Hier haben wir Autsch, Aua, Aua. Was hat die Kleine denn? Die Priesterin hat Problemchen. Nee. Abduleine Sicherheit wollte sie gucken, aber jetzt sagt sie auch. Ne? Das ist der Vorwurf des Scheins, ne? Ohne dabei einen Fitnesstrank zurückzunehmen, sollen wir machen. Dafür bekommen wir am Schluss Abwehr-Sportdrink. Das ist ein Getränk, wo wir dann ultimativ krass dann die Abwehr erhöhen können. Also auf geht's, Monsunas Scheinvorwurf, gehen wir hin und zwiebeln den durch, ohne einen Drink zu uns zu nehmen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so schwierig, oder? Das kriegen wir schon hin, Leute. Also noch rein für uns. Und dann können wir hier nämlich ein weiteres Kapitel abschließen. Und wir sehen unser schönes neues Outfit, sind unterwegs und laufen jetzt hier durch. Holen uns natürlich wieder die Ingredients, die überall rumzwiebeln, sind hier im Wasser drin. Das heißt, hier müssen wir die Beine schön anheben und kommen so etwas durch tiefe Wasser durch. Wenn ich rauskomme, können wir wieder loslaufen. So, und wieder los geht's. Hoch mit den Knien. Zwischendurch noch ein bisschen Geld einsammeln. So, weiter geht's. Sehr schön.
Und der erste Gegner steht vor uns und es ist ein Hornox. So, hier gehen wir wieder vor. Wir haben ja unser Trainingspaket und werden jetzt hier mal wieder, weil er hat nichts, was er braucht. Ihr seht ja auch, wir können gar kein Fitness-Training zu uns nehmen. Das ist jetzt nicht nur bitte nicht, sondern das ist schon deaktiviert. Ne? Auf geht's, dann plätten wir den, weil wir haben ja jetzt die volle Power. Wir haben Draco erst gerade besiegt. Jetzt haben wir noch richtig fett Kraft übrig, um hier den Gymnastikball in die Schranken zu weisen. Denn nur Draco machen, das reicht uns ja nicht. Obwohl der Draco jetzt natürlich mitgelabert fast 40 Minuten gedauert hat. Das ist also immer die Endboss-Werte, sind schon lange Geschichten. Und es gibt auch manchmal, vor allem in den Game-Centern, wenn da mehrere Runden kommen, bis zu 5 hatte ich schon, da dauert das schon eine Stunde, bis ihr euer Workout abgeschlossen habt. Ne? Und wie gesagt, ihr solltet jeden Tag ein Level machen, das ist eine gute Sache. Und dann habt ihr so auch mal manchen Tagen habt ihr dann nur Viertelstunde, aber ansonsten habt ihr so ungefähr eine Stunde Workout am Tag, was sehr gesund ist für euch. Ne? Ja, wirklich. So, auf geht's. Rückenstrecke und Trizeps schön trainieren. So, noch 20 Stück. Noch 2 Stück, bis wir schneller werden. Miau, 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 miau. Und schneller. Jetzt noch 8. 5. Boah. Boah. Geht ganz schön langsam in die Arme. So, Abs Abwehr. Wir kennen den Thread ja schon. Boah. Wir wählen weiß. Und zwar die guten Alten, wir gehen sitzen. Runter mit uns, hinsetzen, gerade hoch die Arme und dann geht's los. Und los. Rücken schön gerade. Wampe anstrengen. Die freuen sich, die Muckis. So, hoch mit uns. Wir müssen weiter. Vielleicht schaffen wir heute sogar noch Level 70 zu erreichen. Aber schon schwierig, nach so einem Fett-Battle jetzt nochmal hier nachzulegen. Oh, da kommen ja noch mehr Gegner. Da kommen ja noch mehr. So, haben die irgendwelche Sachen? Ja, die haben was. Wir hätten da im Angebot mal was für die Beinchen. Ne, da haben wir einen Vorteil auf ihn. Das heißt, wir machen jetzt die Auf- und Off-Kombo komplett gegen den blauen Megamor. So, hier wisst ihr ja, schön breit stehen. Und dann gehen wir einmal hoch, 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 hoch. Ne? Ja.
Erste Satz wieder los. Dann haben wir den ersten, der fertig werden kann, schon mal weg. Die anderen zwei sind jetzt nur Punching Bowls. Der eine hat sogar ein abgelenktes Stahl nur am Start. Gut, wir gehen jetzt mal hin und schauen, ob wir hier was mit Yoga ausrichten können. Und da sollten wir dann hingehen und den Superman lernen. Also Kriegerhaltung 3. Das heißt, wir heben das linke Bein, stehen auf dem rechten und gehen nach oben und fliegen dann nach vorne. Und los geht's. Schön gerade. Jetzt nicht in die Seitenneigung oder so, sondern nur ein T formen und dann wieder zurück. Auch hier gilt, euer Bein muss das komplette Gewicht von euch stemmen und den Schwerpunkt ausgleichen. Also auch haltetechnisch sehr anspruchsvoll. Und geht auch in die Beinmuskulatur. Wenn ihr unten seid, sieht es aus wie ein T. Wenn ihr oben seid, sieht es aus wie ein I mit Bampe. Ja? So, boah, jetzt anderes Beinchen. Wir stehen jetzt auf dem linken und fliegen jetzt los. Und zurück. Schön koordiniert. Auf geht's, weiter durchs Level. Wir laufen wieder in den Stand, holen uns dort extra XP. Da hinten schon wieder Gegner auf. Leute, Leute, Leute. Geht ja hier richtig los. Wir haben heute ein Angebot. Ja, die sind schwarz, das heißt, die können wir wieder mit unseren stärksten Waffen dahin raffen lassen. Fangen wir an, wir heben Schwitzen, gehen auf die Matratze A. Die Matratzen haben ja den Hintergrund, dass die andere Gegner, also nicht Gegner von den Matratzen, sondern Mitbewerber heilen kann. Das ist immer sehr ärgerlich. Ne, dass dann ihr baut ab, also ihr baut das, die Power von dem Gegner ab und dann kommt die Matratze und heilt dann ja, die Hälfte bis drei Viertel schon wieder fort von dem, was ihr abgebaut habt. Aber ist okay, ne? Weil wir machen das ja für unseren Körper. Ne? Wir machen das ja alles für unseren Körper hier, ne? nicht damit wir glänzen können. Ne? Ist alles okay. Ne? Und wie es aussieht, kriegen wir die Matratze recht schnell hinüber. Kann man schon so machen. So, Matratze ist dahin. Wir gehen wieder hoch. Oh, die Krabbel hebt die Arme, Leute. So, jetzt gehen wir. Können wir mal gucken, 145. Machen wir wieder die Nackenfresse und gehen auf die Matratze. Ich denke mal nicht, dass wir den kompletten Satz durchgehen müssen. Schön gerade stehen. Boah. Also ich sag euch, Vielfalt ist angenehmer
aber da braucht man länger. So, Halbzeit für die Matratze ist jetzt eingeläutet. Bei uns sind noch 4 bis zur Halbzeit, das heißt auch jetzt mit diesem Satz werden wir die Matratze erstmal zur Seite schweben lassen. Dann kommt natürlich noch unsere Kante, die gerade schon die Hände hinten im Hintergrund hebt. Uiuiuiui. Aber das schaffen wir schon in einer guten, nice Apps-Abwehr zu blockieren. Vielleicht verlieren wir ein Herzchen da oder so, das Klatschen. So, noch 2 Stück normal. Lange halten, loslassen, lange halten. 3 Sekunden circa, dann wieder loslassen. Und jetzt gehen wir schneller. Endsport. Und in die Erdabwehr. Jetzt ist aber ein Knochen. Jetzt nach rumrollen, ey, hier mit deiner Jumpo-Bandula, ne? Ja, zieh dich zurück, du. Gut. Was haben wir jetzt im Start? Machen wir mal anders, oder? Hier, die Auf- und Ab-Kombo haben wir schön. So ein bisschen dancen, ne? 2-mal hoch, dann halt nur hoch und dann wieder 2-mal runter. Auf geht's. Hopp. Hopp. Nicht schnell sein. Nicht schlecht. So. Ja, auf geht's. Wieder auf die Piste hier. Ne? Wir müssen durchhalten. Wir müssen noch ein bisschen Schuss machen. Und wer weiß, wie viele Haufen an Gegnern noch auf uns warten. Auf geht's. Essig haben wir gerade bekommen. Baumstamm liegt vor uns. Ich flieg mal ein Stückchen. So, runde Beinchen hoch, um jetzt durch tiefe Wasser zu kommen, durch den Schlamm. So, da vorne ist ein Hindernis. Dahinter sehe ich schon wieder neue Gegner. So, einfach gechillt in der Erdabwehr bleiben, damit dieser Stein hier mal vor Seite geht. Was für ein Haufen. Jetzt wollen sie uns aber. So, was haben wir hier? Rote Übungen. Hier und da drüben ist Yoga. Alle sind eigentlich nur Klopper, keine Wiederbeleber etc. Okay. Fangen wir mit dem kleinen Schnuppi an. Gehen wir in die Kriegerhaltung, ziehen die rüber. Das heißt also, rechtes Bein. Linkes Bein in die Luft. Hopp, und dann machen wir die Fliege mal. Ne? Auf geht's. Dann machen wir echte Fliege hier. Ne? Sind wir richtig am Rumsegeln, um dort dann den Gegner Haufen einen reinzuwirken. Yeah. Ja. Der erste ist schon kapituliert.
Aber wir gehen weiter noch dreimal. Wir müssen mal Seitenwechsel durchführen. Und auch die zwei da haben schon ganz schön was verloren. Das kann man so machen. Ne? So, Seitenwechsel. Es ist egal, ob ihr mit links oder rechts anfangt. Vielleicht ist es sogar sinnvoll, wenn ihr nicht die ganze Distanz gegangen seid beim vorigen Gegner, dann mal mit dem anderen Bein anzufangen. Ich meine, das war nicht so gut. Aber ich merke, wie mich langsam so die Kräfte verlassen. Wir müssen durchhalten. Und so. Vielleicht ist das ja der letzte Haufen an Gegnern, die wir heute hier bekämpfen müssen, oder? Das wäre doch mal was. Da hätten wir nichts gegen, sag ich euch. Ja, die hat aber jetzt langen Atem gehabt. Ne? Und der war so ein Stinken, sag ich euch. So, schön hast du gemacht. Schön, fein. Oh, du hast keinen Bock. Oh, das tut mir aber auch leid. Mann, Ulf. So, was haben wir denn hier mal mit mir angreifen? Hier haben wir was. Die Trizepsfolge kommt jetzt zum Einsatz. Gegen die drei ist doch prädestiniert. So, wir stellen demzufolge das rechte Bein nach vorne. Ne? Rechts nach vorne, links nach hinten. Halten uns auf dem rechten, gehen runter. Gerader Rücken. Und fangen jetzt an und zwiebeln das richtig schön nach hinten. In dem Fall, ja, da müssen wir das Gelenk schon durchstrecken. Und werden so den Trizeps nämlich richtig schön zur Trainingszwecke missbrauchen. Blick einfach zur Seite und dann geht das schon. Im fortlaufenden Trainingsstadium hat man immer alles voll mit Schweiß und dann rutscht man hier gerne runter. Ich mache manchmal, dass ich dann mich an einem Objekt festhalte. Oder natürlich kann man auch sich in der Luft ein bisschen festhalten und dann so in dieser Stellung verharren. Das geht natürlich. Nur ihr solltet natürlich den Rücken immer schön gerade dabei halten und keinen Buckel machen. Und nicht das Fernsehchen umschmeißen. So, der Erste hat schon schön satt noch gesagt. Ne? Der ist jetzt hot. Der hat es geschafft. Ne? Und wir machen aber noch ein bisschen weiter. Vier Stück normal, danach geht es schneller. Und ich könnte mir vorstellen, dass der linke und der rechte vielleicht in diesem Set dahin geracht werden. Das ist natürlich, ja, könnte passen. Aber wir sind erst am Anfang unseres Trizepsfreundchens hier. Weil am Anfang sozusagen ist das so gechillt, aber jetzt so, so seit zwei Dingern wird es schon härter. Ne? Jetzt müssen wir ein bisschen schneller werden. So, schön durchzwiebeln hier. So, jetzt geht es einen Seitenwechsel. Das heißt, linkes Beinchen nach vorne, hinstellen, Bereitschaft durch und nach hinten raus. Das ist so, wie wenn ihr was Schweres in der Hand haben solltet und dass ihr das hier hinten halten wollt. Ihr könnt natürlich auch zur Verbesserung dort natürlich auch so ein 20 Kilo Gewicht anhängen. Also das ist kein Problem, also kann man flexibel sein. Ne? Da kann man flexibel ruhig hingehen und ein paar Gewichte noch hinten dranhängen, um dort die Trainingsaktivität auch steigern zu können. Ihr seht, Möglichkeiten gibt es viele, seinen Körper zu stellen. Und das zu Hause vom Fernseher als Couch Potato. Und wenn ihr dann vom Potato-Stadium irgendwann zur Gurken-Stadium gekommen seid, dann geht es nicht mehr weit, bis ihr auch zur Zucchini werden könnt. Ne? So, einer ist noch da, 14 Wiederholungen. Der hat echt Schiss, ne? Der ist echt am Schlackern da. Aber okay, noch 12. Und der hält so viel auf. Er ist ja so innen mit Luft gefüllt, ne? Das Gummi und Membran rum. Ist klar, dass er ein bisschen mehr aushält, ne? So, einen noch, der geht schneller.
Wir sind jetzt noch bei 8 Stück nach dem. Und los geht's. Oh, das wird echt schade, wir schaffen die wohl doch nicht. Oder doch? Eieiei. Vorletztes Ding und noch geschafft. So, Gegner ist am Zug. Wer ist denn da noch übrig? Ein kleiner Schnucki. Der kleine Schnucki hat einen Helm auf. Das heißt, es ist so ein Lord Helmchen hier am Start. Okay, los geht's. Der Helmer wirft jetzt mal so richtig schön an ihr Name. Was haben wir denn noch nicht? Beine hatten wir schon am Anfang. Das hatten wir. Die Beinschere. Lass uns gute alte Beinschere noch nachzwiebeln, oder? Haben schon lange nichts mehr für die Wampe getan. So, hinlegen. Hinten halten. Am besten ein bisschen seitlich. Und dann vorne anheben. Jetzt geht's los. Scherenmäßig. Hin und her. Heute noch ein paar, dann haben wir geschafft. Auf geht's. Mann, war das eine scheiß Idee. So, weiter geht's. Wir sind doch heute hier, sind wir voll die Effizienzbomber. Okay, Perle bekommen, Level abbekommen fast. Auf geht's, wieder auf die Piste. Jetzt sollte aber mal das Ziel kommen. Und da sehen wir es auch schon hinten. Wenn ich noch einen Haufen Gegner, so eine 10er-Gruppe davor kommt, haben wir es jetzt geschafft. Aber ich glaube, wir schaffen es jetzt. Wir schaffen es, Leute. Durchhalten. Oh. Okay, Abschlusspose. Runter in die Hocke. Und hoch. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ui, ui, ui. Und ihr solltet mehr trinken. Mir fällt nämlich gerade auf, ich habe gar nichts zu tun. Oh, 114, 116. Kommt also auch hin. Oh, okay. Können wir leveln? Nicht ganz. Nächstes Mal wieder. So, das hätten wir geschafft. Wir haben es also bis zum Schrein geschafft, ohne Fitnesstränke. Da freut sie sich. Da freut sie sich sehr, die Mutti. Und wir kriegen unser Abwehr-Sportdrink und haben die Mission nach Hause geholt. So, jetzt akzeptieren wir auch die Pause und werden nun in die Chill-Phase gehen. Aber bevor wir in die Chill-Phase selber gehen, schauen wir uns nochmal an, was wir heute geleistet haben. 32, 38 pur getrainiert, 219 Kilokalorien, fast einen Kilometer gelaufen. Ringpresse ganz viel gemacht, Ringheben ganz viel gemacht, ganz klar. Das sind alles die Sachen, die den meisten Schaden gebracht haben. Und das ist, kann sich sehen lassen. Wir haben heute ein Endboss-Battle gehabt und danach noch extra etwas hingesetzt. Wir haben 800 Mal Ringheben im Sitzen bis jetzt erschaffen. Wir haben 600 Mal die Auf- und Ab-Kombo gemacht. Sehr schön. 200 Mal die Nackenpresse. Wow. Und wir gehen jetzt in die Warmphase. Das heißt, wir gehen jetzt in die Stretching. Und zwar statisch. Das heißt, wir behalten eine Position über 5 bis 10 Sekunden ein. Fangen an. Hinten. Hin. Ellbogen nehmen. Runter. Ziehen zum besagten Rücken. Hier ist die Wirbelsäule von mir. Die sollte bei euch auch ungefähr an der Stelle sein. Und nun die andere Seite. Bringe dich langsam und halte nicht den Atem an. Und langsam zurück. Strecke den linken Arm zur Jetzt. Seite. Seitenstrecke, dran drücken an den Körper und schön die linke Schulter dehnen. Schön Elefantenstellung. Tada.
dehnungstechnisch seid ihr da gut aufgestellt. Und nun die andere Seite. Andere Seite. Und achte darauf, nicht die Hüfte zu drehen. Da haben wir es aber heute echt gut hinbekommen. Das haben wir richtig gut gemacht. Und langsam zurück. Führe die Hände hinter den Rücken. So, hier, Händchen dann. Rüberziehen und gegenüberliegende Seite mit dem Versuchen, mit dem Kopf zu erreichen. Hebe den Kopf, wechsle die Hände und Seite. Die andere Seite. Dehne den Bereich vom Hals bis zur Schulter. Und langsam zurück. Jetzt Rücken dehnen, Verschränkung, nach vorne, dabei in die Hocke gehen. Als ob ihr euch vorne wegziehen wollt. Und wieder hoch. Und langsam zurück. Stehe breiter, hebe die Arme und fasse das linke Handgelenk. Handgelenk fassen und zur Seite. Nur zur Seite, nicht nach vorne und nicht nach hinten. Schön einfach zur Seite kippen. Und atmen nicht vergessen. Immer schön atmen nicht vergessen. Denkt dran, das Atmen ist dafür da, um weiter leben zu dürfen. 3 Minuten ohne Atemluft ist nicht so toll. Ruhig und langsam, ohne Eile. Und jetzt haben wir es geschafft. Und langsam zurück. Oh. Nicht schlechter Specht. Okay, Stretching, Boss, Level, Stretching, läuft. Aerobische Übungen sind meist solche, bei denen große Muskelgruppen eingesetzt werden. Brust, Beine, Rücken, um die Herzfrequenz zu erhöhen, der Puls. Was wiederum unsere Ausdauer verbessern kann. Vielleicht gefällt es uns die Vorbildaktivität, ne? Aber es soll natürlich nicht uns überraschen. Sport dieses gehen oder joggen, schwimmen, Fahrradfahren, Helm natürlich nicht vergessen, Fußball, Basketball und wieder andere Sportarten könnt ihr benutzen, um dort ein aerobisches Training durchführen zu können. Und damit sind wir heute am Ende und sagen echt fett krass gewesen drauf hier. Ich stoppe meine Uhr und wie viel haben wir? 1 Stunde, 11 Minuten, 53 Sekunden. Ich habe 518 Kilokalorien jetzt gelassen, 705 komplett. Mein Durchschnittsherzfrequenz lag bei 96. Wir haben wettermäßig Luftfeuchtigkeit von 64% und 15 Grad Celsius. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Das haben wir doch richtig gut hinbekommen. Deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte mit mich, gib mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.